Guten Tag, mein Name ist Julia Locker. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und arbeite in meiner eigenen Praxis. Außerdem bin ich Supervisorin und Trainerin für das Institut für emotionsfokussierte Therapie München und ich habe die Deutsche Gesellschaft für emotionsfokussierte Therapie, die DGEF, mitgegründet. Ich glaube, die kleine Aufzählung macht schon deutlich, dass die emotionsfokussierte Therapie, die ich im Weiteren mit EFT abkürzen werde, dass die einen hohen Stellenwert für mich besitzt. Psychotherapie ist für mich ein Beruf, der ein solides, wissenschaftliches, theoretisches und auch praxisbezogenes Fundament braucht. Insofern gefällt mir die EFT, weil sie sowohl Theorie als Praxis eng miteinander verknüpft, da sie aus der Therapieprozessforschung entstanden ist. Der konkrete therapeutische Fokus, der liegt auf emotionalen Verarbeitungsschwierigkeiten. Das heißt, wenn Menschen ihre Gefühle beiseite schieben, unterdrücken, gar nicht spüren können, sich verwirrt fühlen durch ihre Gefühle oder auch aufgrund von immer wiederkehrenden, alten wie festgefügten emotionalen Mustern reagieren. Und das kann dann zu Depressionen, Angststörungen, psychosomatischen Beschwerden, Süchten oder auch Problemen und Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich führen. Zu all diesen Schwierigkeiten gibt es konkrete therapeutische Interventionen, die wissenschaftlich überprüft wurden und es auch nach wie vor werden und die der Gesprächspsychotherapie, der Gestalttherapie und auch dem Focusing entstammen. Was mir an der EFT auch gefällt, ist, dass Emotionen, und zwar gerade die schmerzhaften, als die Ressource angesehen werden, mit der wir einen Zugang bekommen zu unseren zentralen Bedürfnissen, zu hilfreichen Handlungsimpulsen, aber auch zu unseren Wertvorstellungen. Und wenn wir es schaffen, uns diesen Gefühlen zuzuwenden, sie akzeptieren können und auch zur Sprache bringen können, dann gestalten wir hierüber die Beziehung sowohl zu uns selbst als auch zu unseren Mitmenschen. Ich möchte Ihnen jetzt eine kleine Übung vorstellen, die Sie immer dann anwenden können, wenn Sie Ihre Gefühle nicht verstehen, sich durch Ihre Gefühle verwirrt fühlen. Und diese Übung ist dem Emotionskompass entnommen, der wurde von norwegischen Kolleginnen und Kollegen entwickelt. Da jeder und jede diese Übung ganz im eigenen Tempo durchführen sollte, spreche ich Ihnen jetzt einfach die Schritte vor und Sie können sich die vielleicht aufschreiben, wenn Sie mögen, sodass Sie dann ganz eigenständig damit arbeiten können. Fragen Sie sich zunächst, in welcher Stimmung Sie an diesem Tag gewesen sind, was Sie da vielleicht so alles erlebt haben. Wenn Ihr verwirrendes Gefühl am Morgen war, können Sie sich auch fragen, was am Tag zuvor alles so passiert ist. Und tauchen Sie dann in die Situation ein und lassen Sie die innerlich lebendig werden und fragen sich dann, was das Besondere daran war. Und achten Sie dabei gerade auch auf Kleinigkeiten, sowas wie Blicke, Gesten, eine Bemerkung, die vielleicht gefallen ist. Und während Sie so diese Situation vor Ihrem inneren Auge lebendig werden lassen, werden Körperempfindungen entstehen. Also lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper und beobachten Sie, was passiert und fassen das dann auch in Worte. Ganz wichtig ist, dass Sie dabei geduldig sind, sich Zeit geben. Erzwingen Sie nichts. Und beschreiben Sie dann eben, wie fühlt sich das an, wie fühle ich mich jetzt gerade? Und fragen Sie sich dann als nächstes, was hätte ich gebraucht in der Situation? Was habe ich vermisst oder was war vielleicht auch zu viel? Was hätte ich mir gewünscht? Und auch hier wieder, nehmen Sie sich bitte Zeit dafür. Und beenden Sie dann diese Übung, indem Sie anerkennen, dass Sie gefühlt haben, was Sie gefühlt haben und dass es vielleicht auch nachvollziehbar ist, weil in dieser Situation ein wichtiges Bedürfnis von Ihnen nicht erfüllt wurde oder frustriert wurde. Und zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch zwei Videos ans Herz legen, die Sie auf YouTube finden können. Das erste heißt Alfred and Shadow, A Short Story About Emotions. Und das zweite heißt Brené Brown on Empathy. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.